Und ja, das Bett ist noch leer. Ich würde sagen, wir fragen erstmal, ob für das nächste Plenum noch irgendwas anliegt an Anträgen. Haben wir ja am Freitag durch, aber liegt noch irgendwas an Ergänzungsänderungs- oder sonst was Anträgen fürs nächste Plenum, beziehungsweise gibt es irgendwas an Anträgen in Arbeit, was wir schon fürs übernächste Plenum wissen können? Hat da jemand? Ansonsten sage ich von hier aus, dass wir am Mittwoch ja den Mumble-Termin zum Thema Enquete-Kommissionen hatten. Und nur so viel Info dazu, Frank und ich haben jeweils die Themen Privatsphäre und ÖPNV Mobilität vorgestellt als Themenmöglichkeiten. Und wir haben da mit 5 MDL, aber noch einigen Interessierten lange drüber gesprochen, von 20 bis 22 Uhr, also überschaubar lange, aber hatten, glaube ich, ganz konstruktive Gespräche. Es gab am Ende auch ein Meinungsbild, was wir gemacht haben. Frank und ich werden auch morgen noch mal kurz vorstellen, was wir da getan haben in der Mammelsitzung. Und dann noch mal alle zwingen, sich das anzugucken, damit wir dann nächste Woche eine Entscheidung darüber treffen können. Gibt es dazu noch Fragen oder Anmerkungen? Ich kann die Tendenz schlecht absehen. Also das Meinungsbild war zwar Richtung ÖPNV, ich glaube, wir hatten 11 pro ÖPNV, 6 Privatsphäre und 2 sagten keine von beiden. Von den anwesenden MDL war einer, der bei keine von beiden sich eingeordnet hat. Das lässt zwar jetzt auf eine Tendenz schließen, aber ich, je nach Publikum, muss das nichts heißen. Ja. Ja. Ansonsten, Kai hat die Aufnahme, glaube ich, von dem Dings gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Ingo schon gegeben hast für die Webseite, sodass man sich das auch nochmal anhören kann. Auch wenn natürlich ein Hörspiel von 2 Stunden ein bisschen lang ist. Kai. Nee, wollte ich morgen mitbringen, habe ich vergessen. Ja, meine Frage wäre jetzt, wie machen wir mit der Entscheidung zur Enquete weiter? Also es klang so ein bisschen durch, als wären beide Vorlagen für die Enquete noch nicht wirklich fertig. Welchen Zeitrahmen wollen wir uns jetzt dafür geben, wäre eine Frage. Und in welchem Rahmen diskutieren wir das nochmal? Weil auch, ja, ich sag mal, ich habe Frank ja auch gesagt, dass er mich da in der Sitzung nicht überzeugen konnte. Und ich sag mal, die Darstellung der Konzepte war jetzt auch nicht so prickelnd, sage ich mal. Also ja, wie machen wir da eigentlich weiter? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Gut, also der normale Plan wäre jetzt, wir haben diese Mammelsitzung gemacht, wir informieren nochmal alle ausgiebig über die Mammelsitzung, geben auch die Möglichkeit, sich das anzuhören. Ja gut, 2 Stunden ist ein bisschen lang eigentlich, aber und sich nochmal alles anzugucken. Deswegen morgen in der Fraktionssitzung nochmal ein Hinweis darauf. Und ja, dann eigentlich hätten Frank und ich gehofft, dass wir bereits genug informiert haben, um dann darauf noch vorm Juni-Plenum in der Fraktionssitzung eine Entscheidung zu treffen. Ich habe jetzt gerade keinen Plan, also Frank und ich haben beide, glaube ich, gerade keinen Plan, wie wir es noch besser rüberbringen können. Meinst du, wir müssten nochmal irgendwie nochmal so einen Abend hier irgendwie für die MDL und Fraktionsmitarbeiter anbieten, dass wir nochmal drüber sprechen? Ich würde vorschlagen, das nochmal zur Präsentation vorzubereiten, dann von mir aus mit einem Screencast. Das muss gar nicht hier mit einer Präsentation sein, sondern eine Präsentation kann man ja auch online machen. Ich habe dem Frank zum Beispiel gesagt, er möge dann bei einem etwaigen Termin, wo wir das nochmal besprechen, dann Lara das vortragen lassen.
aus Gründen der Kommunikation. Ich weiß nicht, inwiefern es bei dir hilfreich wäre, den Stefan das machen zu lassen, aber ich fände es ganz gut, wenn wir es nochmal etwas plastischer darstellen könnten, auch weil ihr beide in der Redestruktur so ein bisschen, ich sag mal, chaotisch seid. Also Frank jetzt mehr als du, aber es ist halt frappierend, wenn man als Vorstellender das Thema nicht wirklich rüberbringt. Und auch bei dir hat mir da einiges gefehlt. Ich kenne das jetzt von Anfang an, ich war da ein paar Mal dabei. Ich weiß in etwa, warum ich das zum Beispiel will, deine Enquete. Aber warum ich Franks Enquete wollen sollte, ist mir nicht klar geworden. Und ich fände es ganz schön, wenn wir das tatsächlich nochmal vernünftig aufbereitet bekämen und dann eine Entscheidung zu treffen auch. Und dann fände ich es auch wirklich prickelnd, wenn wir das langfristig ankündigen könnten, nicht so wie bei der letzten Sitzung. Das war ja auch relativ kurzfristig. Da ging intern in der Fraktion noch das Gerücht um, das kriegen wir niemals hin, dass wir diese Sitzung stattfinden lassen. Dann war es am Vorabend vom 1. Mai. Wäre schön, wenn wir dann einen Termin finden könnten, an dem halt viele Leute Zeit haben und da auch eine größere Diskussion dazu starten könnten. Und uns dafür auch ein Zeitfenster nehmen, das groß genug ist. Weil ich glaube, die Themen sind breit genug, um da eine große Diskussion zu starten. Und die Mammelsitzung, so wie sie jetzt gelaufen ist, fand ich eher, naja. Gut, wir haben die ja in der Fraktionssitzung so verabschiedet, weil wir irgendwie keinen anderen Termin gefunden hatten. Also dein Vorschlag ist es zumindest, ich sag mal zumindest, noch eine sozusagen eine Art, und auch da wieder nehme ich ein Wort, was du nicht verwendet hast, PowerPoint-Präsentation zu machen. Also im Grunde als Vortragsstil. Oder gegebenenfalls nach dem Motto Vortrag plus Diskussion, so wie man das hat, wenn man halt ein Referat hält. In der Uni. Im Seminar. Also praktisch ein Termin mit zwei Referaten. Sollten wir das nochmal heute an den Frank zurückspielen, damit er das weiß, dass morgen der Vorschlag da noch kommt, dann würde ich das auch direkt morgen nochmal als Vorschlag aufnehmen. Also praktisch morgen in der Fraktionssitzung nochmal, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Frank und ich schon vorher einen Termin parat hätten. Gut. Dann, gut, wenn wir jetzt an Anträgen sonst nichts Besprechungswürdiges haben, würde ich heute mit dem A17 anfangen. Erstens haben wir Gäste bezüglich des A17, das ist unser Ausschuss Umwelt, Klimaschutz, Verbraucherschutz. Und zweitens hatten wir eine schöne Delfin-Anhörung. So, jetzt müsst ihr wissen, wer anfängt. Sonst fängt einfach mal Simone an und gehen dann an Danemot weiter. Okay, ja, wir hatten eine schöne Anhörung zum Verbot von Delfinarien, explizit zum Verbot des Delfinariums in Duisburg. Ich fand die Anhörung dahingehend sehr erfolgreich, dass unsere Experten mit wirklich fundierten Sachen gepunktet haben und argumentiert haben und dass die Gegenseite, die sich für Delfinarien ausgesprochen hat, das waren ja fast nur Zoodirektoren, die da geladen waren, dass sie sich teilweise mit ihren Aussagen, kann man schon sagen, zum Obst gemacht haben. Zwei kurze Beispiele. Es gab die Frage nach Außenbecken, die eigentlich vorgeschrieben sind und auch im Säugetiergutachten vorgeschrieben sind, damit die Tiere Sonne, Wind und Regen, eben Natur erfahren können. Daraufhin sagte einer der Zoodirektoren, auch wenn es regnet, dann nehmen wir doch auch einen Regenschirm mit raus. Regen ist doch gar nicht so toll, brauchen die Delfine doch auch nicht. Und ein zweites Beispiel für die Argumentation der Gegenseite war, früher hatten wir noch geklorte Becken, das ist auch viel besser als die Drecksbrühe da draußen im Meer. Das war doch viel schöner für die Delfine. Also von der Qualität waren so die Aussagen
der Gegenseite. Die Anhörung wird ja wahrscheinlich nicht dahingehend erfolgreich sein, dass die SPD jetzt plötzlich auch gegen Delfinarien ist. Aber ich bin sehr gespannt, wie der weitere Verlauf ist, vor allem wie die Grünen jetzt weiter vorgehen, die ja eindeutig auch gegen Delfinarien sind. Ob die dann unseren Antrag mit dem Änderungsantrag irgendwie totschlagen oder gegen unseren stimmen und dann entsprechend kurze Zeit später einen anderen Antrag bringen, das bleibt noch abzuwarten. Ich hatte da auch noch keinen Austausch dazu mit den Grünen, aber insgesamt war das sehr interessant und lehrreich. Jo. Falls ihr noch Fragen dazu habt, gerne. Ich hatte dir eine Mail weitergeleitet von dem Josef Tumbrink. Hast du die gekriegt? Habe ich gekriegt und habe ich geantwortet. Ah, okay, danke. Gut, sonstige Fragen dazu zu Delfinarien? Ich habe schon so viele Fragen gestellt auf der GfK. Okay, dann... Kannst du die Presseresonanz mal bewerten? Ich habe zwar das weitestgehend gelesen oder überflogen, was in der Presseschau war, aber wie ist der Eindruck von dir, von den Antragstellern zur Presseresonanz? Also von der Quantität her erstmal überwältigend. Ingo hat auch nicht alles an uns weitergeleitet, aber allein der dpa-Artikel zu der Anhörung ist irgendwie über 40 Mal veröffentlicht worden. Ich sage mal roundabout bestimmt 50, 60 Artikel inklusive WDR-Beitrag, der mit mir ja auch war, der am Freitag vor der Anhörung gesendet wurde, bezüglich der Qualität war es gemischt. Zum Teil auch eine klare Aussage gegen Delfinarien, zum Teil aber, bei uns sind die Tiere glücklich, es ist alles in Ordnung, also und teilweise neutrale Artikel. Also es war ein sehr gemischtes Bild, je nachdem auch von welcher Partei die Zeitung gerade stammt. Ja. Okay, dann Dannebott, dein Bereich, was gibt es zum Ausschuss? Und zum Ausschuss gibt es erstmal zu sagen, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten haben werden mit der Vorbereitung dieses Mal. Trotzdem findet natürlich die Ausschusssitzung statt am Mittwoch. Wir werden uns heute Nachmittag zusammensetzen, 15 Uhr wie üblich, ne, Simone? Und versuchen das ein bisschen vorzubereiten. Also es gibt da eine schöne Tagesordnung, da geht es um einen Antrag, der schon mal drauf war, Nutzung eines Recyclingquoten-Benchmarkings zur Steigerung von Recyclingaktivitäten, CDU. Dann die Energiewende durch Bürger stärken, Bürgerenergieprojekte fördern statt verhindern, unser Antrag. Dann das Thema, zu dem auch die beiden Gelsenkirchener jetzt heute hier sind, Lahnhof misst bei BP in Gelsenkirchen erhöhte Benzolwerte, gibt es einen Bericht der Landesregierung zu. Dann die Ölaustritte in Gronau-Epe, ja, die sind auch im Zusammenhang mit Fracking wahrscheinlich interessant, weil geht es zwar nicht um Fracking bei diesen Ölaustritten, aber es geht um eine Technologie, wo man also in den Untergrund bohrt und da unten dann hohe Drücke hat und wie gut man mit hohen Drücken umgehen kann, sieht man ja mal wieder in Gronau-Epe. Das war dasselbe wie auch schon bei Deep Horizon im Golf von Mexiko vor 2 Jahren, wenn man sich daran erinnert, oder vor 3 Jahren. Hohe Drücke, damit können die alle sehr gut umgehen. Das haben die immer voll unter Kontrolle. Hat nur ein Vierteljahr gedauert im Golf von Mexiko. Übrigens, der CEO, der damals verantwortlich war im Golf von Mexiko, der ist jetzt in Malta. Da sind an der Südküste von Malta 2 kleine Bohrinseln auf hoher See oder direkt an der Küste. Und die Malteser freuen sich sehr, dass der Verantwortliche dort derjenige ist, der schon im Golf von Mexiko die Verantwortung hat. Super. Die Besten der Besten der Besten. Dann haben wir einen aktuellen Stand der EEG-Novelle und die Auswirkungen des vorliegenden Entwurfs für die Energiewende in Nordrhein-Westfalen, Bericht der Landesregierung zum EEG. Die Gabriel und Co. wollen ja das EEG bekannterweise zusammenschießen und endlich mal RWE und Konsorten die Parteispenden zurückzahlen. Dann haben wir als 6. das Bienensterben, Bericht der Landesregierung. 7. Umweltbelastung in Raden und Kampel-Lindfort, Bericht der Landesregierung. 8. Novellierung der Verordnung über die Fischerprüfung, da gibt es eine Vorlage. Und 9. Entwurf einer 5. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tierseuchenbekämpfung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen.
Das ist sicherlich hochinteressant. Ja, dann habe ich, hat mir jemand vom NABU eine kleine Anfrage vorgeschlagen einzureichen. Die werde ich versuchen, diese Woche fertig zu machen. Da geht es um die Holzeinschläge an den Straßen und was mit dem Holz gemacht wurde und wie das verbucht wurde. Und dann, ich habe einen Brief gekriegt von einer Jägerorganisation. Die wollen unsere Position zur Jagdgesetzgebung wissen bis zum 15. Mai. Simone, es gibt einen Brief, ich weiß nicht, ob du den auch gekriegt hast, von der Jägerorganisation zur Position zur Jagdgesetzgebung ist heute reingekommen. Die wollen unsere Position zur Jagdgesetzgebung wissen. Die haben 5 Fragen. Ja, Jagd machst du doch, oder? Ja, ich sag's dir nur. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Gut. Ich kann es dir sonst auch kopieren. Dann hast du es halt auch. Ja, werde ich versuchen zu beantworten. Kurz, ich meine, da sind auch schon diverse Anfragen jetzt im Wahlkampf auch an den Landesverband gegangen und teilweise auch an die Städte. Schau mal, ob die, oder hattest du ja auch das, was, da, was du es auch im Thema hast. So eine Kampagne, wohl vom Landesjagdverband ausgehend, dass die Kreisjägerschaften sich bei den lokalen Kandidaten melden für die kommunale Europawahl und da Fragen stellen, die nichts mit kommunaler Europawahl zu tun haben, sondern ausschließlich geht es um die Novellierung, die geplante des Landesjagdgesetzes. Wir haben jede Menge Fragen gestellt und wir haben Pad drauf gemacht und die zum Teil auch schon Antwortvorschläge gemacht, was die lokalen Kandidaten dann von uns halt antworten, müssen sie selber wissen, aber die, so ein paar Tipps sozusagen, Vorschläge von uns haben sie halt. Jo. Das war es soweit. Aus dem. Ja? Die Holzeinschläge an den Böschungen, wissen wir da schon genaueres oder geht die Anfrage dann auch darum, dass wir was genaueres erfahren? Wir wollen genaueres erfahren. Es gab dazu schon einen Bericht der Landesregierung, und zwar einen an den Umweltausschuss und einen zweiten vom Verkehrsministerium an den Verkehrsausschuss. Deswegen frage ich, ja. Das sind aber die Fragen, die jetzt aufgeworfen werden, nicht beantwortet. Deshalb werden neue Fragen gestellt. Aber mir ist ich glaube, es war im Verkehrsausschuss, wo ich dabei war, wo mir das Thema aufs Radar geschlagen ist. Mir ist halt nicht die Dimension dessen bekannt, was da dieses Jahr gelaufen ist. Das ist wohl relativ viel gewesen. Anscheinend, wir vermuten so ein bisschen, hat eine Rolle gespielt, dass wir einen milden Winter hatten, dass sie also arbeiten konnten. Und dass sie Arbeitskräfte frei hatten, die jetzt nicht die Straßen salzen mussten und Schnee räumen, sondern eben einschlagen konnten. Das ist schon sinnvoll, auch einzuschlagen und die Sachen sukzessive wieder auf den Stock zu setzen. Normale Gehölzpflege so an Straßenrändern, das ist auch, sagen wir mal, naturschutzfachlich gut sogar, das zu machen. Aber man darf nicht einfach flächendeckend große Flächen auf einmal komplett kahl machen, sondern man muss das immer sukzessive machen. Und das haben sie dieses Jahr wohl anders gehandelt und auch der Umweltminister ist sehr unzufrieden damit und wird seine Anweisungen, die es dazu gibt, halt nochmal aktualisieren und konkretisieren. Sonst noch Fragen zum Ausschuss? Sonst würde ich sagen, stell nochmal unseren Gelsenkirchener Besuch vor. Oder? Lass, genau. Ich denke mal, die machen das selbst. Okay. Mikro einschalten. Also. Ja, muss leuchten. Jetzt leuchtet es. So glühen, ne? Machen wir das so. Ja, mein Name ist Werner Müllers. Ich stelle meinen lieben Freund Hartmut Klein auch sofort mit vor. Herzlichen Dank für die Einladung heute. Wir haben schon zweimal referiert über Standort Chemie in Gelsenkirchen-Buscholven. Die Situation, die momentan entstanden ist oder immer noch besteht, zwingt uns, nochmal vorstellig zu werden, weil Dinge laufen, die mit der Zufriedenheit der umliegenden Bürger wenig oder fast gar nichts zu tun haben. Ich habe hier eine Information von Ruhröl, und zwar steht vor geraumer Zeit die Revision an, die dort groß durchgeführt wird, mit einem Aufwand von wie vielen Millionen. Da geht die Ruhröl GmbH her, schickt eine Information an die umliegenden Bürger und warnt schon mal im Vorfeld, dass eben diese notwendigen Arbeiten, die eine TÜV-Relevanz haben, natürlich auch Auswirkungen haben auf Fackeltätigkeiten, Geruchsbelästigung und so weiter und so weiter. Ich habe unter anderem von Hans Jörg ein Schreiben von Umweltminister Remmel bekommen, das weitergeleitet worden ist an den Vorsitzenden des Ausschusses, an Ortgies.
Dort ist eine vierseitige Ausführung gemacht worden, wo ich als mündiger Bürger drüber lese und sofort feststelle, dass Dinge, die da manifestiert sind, von mir sofort mit Fragezeichen oder auch mit Kenntlichmachung begleitet werden. Wenn ich nur alleine den Punkt 4 sehe, Fakultätigkeiten, da wird schon hier angekündigt, dass Fakultätigkeiten notwendig sind. Wenn ich Revisionen habe und in der Zeitung bekannt gebe, dass unter dem derzeitigen Status der Ausschuss an Benzol bei einem Mikrogrammwert von 1,61 liegt, ist natürlich klar, wenn ich die Anlagen runterfahre und Revisionen durchführen müsse, habe ich keine so große Produktion mehr und gehe natürlich in einen Status runter, dass ich die 5 Mikrogramm, die über das Jahr gemessen oder genehmigt sind, auszustoßen, natürlich einen Wert erreiche, der mich natürlich in die Position bringt, nach draußen hin zu offerieren. Wir sind im grünen Bereich und wir belasten oder schädigen die Umwelt ja sowieso nicht. Es wird hier formuliert, dass durch die Summe von Einzelmaßnahmen dauerhaft gesenkt der Ausstoß von Benzol über die nächste Zukunft dauerhaft gesenkt werden soll. Die BP als ehemalige Feberöl ist an diesem Standort solange wie ich auf der Welt bin, das ist jetzt 65, 66 Jahre, kenne ich die Feberöl, mittlerweile die BP. Ich verstehe nicht, dass Profis, die letztendlich mit diesem hochgiftigen und krebserregenden Stoff Benzol täglich in Berührung kommen, so unprofessionell umgehen. Und wenn die dann heute in einer Erklärung oder auch Remmel das schreibt, dass die Benzol-Ausstoßwerte auf dauerhafte Zeit gesenkt werden soll, muss ich nur sagen, ist für mich unverständlich. Da müsste normalerweise eingegriffen werden, um denen aber auch Maßnahmen an die Hand zu geben, mit denen sie professionell umzugehen haben und letztendlich die Belästigung für die Umwelt auf ein erträgliches Minimum oder auf ein Minimum, was normal neu definiert werden müsste, zurückfahren zu müssen. Der Punkt 1, Entwicklung der Emissionsmesswerte für Benzol, habe ich fast unangetastet gelassen, wobei ich nur den letzten Satz, die Landesregierung erachtet die gemessenen monatlichen Emissionsmittelwerte für zu hoch und sieht Handlungsbedarf. Habe ich drunter geschrieben mit einem grünen Textmarker, warum erst heute? Die Dinge sind bekannt seit mindestens 2 Jahren, seitdem die Bürgerinitiative, der ich damals auch mal angehört habe, im Vorstand angeprangert hat. Und erst die Bürgerinitiative hat alle Leute zum Nachdenken gebracht, darüber nachzudenken, dass die Belastung, die eben den angrenzenden Bewohnern, die dort im Bereich der BP wohnen, auch ein erträgliches Maß an Umweltbelastung oder auch an Lärm, vor allen Dingen Lärm, zuzumuten ist. Dann steht hier Luftreinhalteplan. Wir sind jetzt seit 1,5 Jahren dabei, über den Luftreinhalteplan uns Gehör zu verschaffen. Es wird erzählt, der Luftreinhalteplan ist in Vorbereitung. Sie soll jetzt irgendwann im Sommer, Hans Jörg könnte da vielleicht etwas mehr zu sagen, soll im Sommer vorgestellt werden. Ist nur eigentümlich, dass die BP natürlich auch in diesem Ausschuss vertreten ist und möglicherweise, ich kenne die Gespräche nicht, wenig oder kaum Interesse hat, den Luftreinhalteplan in der Form, wie er vielleicht gefordert ist, auch stattgeben zu wollen. Natürlich schreibt Remmel, dass die Bezirksregierung Münster federführend ist und somit ist das Thema von hier, von Düsseldorf, in die erweiterte Schiene nach Münster weitergeleitet worden. Hier steht Intensivmessprogramm. Eigentümlicherweise wird jetzt erst festgestellt oder im Jahre 2003, dass die Emissionsgrenzwerte für Benzol gesenkt werden sollen, weil eben an Flanschen, Dichtungen, Pumpen, Austritten und so weiter festgestellt worden ist, dass dort zu große Austritte von Benzol geschätzt worden sind. Wir sprechen natürlich in einem Jahresausstoß an Benzol, immer wieder krebserregend und hochgiftig, von 19,5 Tonnen. Dies haben wir dem Dr. Schmidt, der Leiter der Produktion und Anlagentechnik bei BP verantwortlich zeigt. Ich habe ihm die Frage gestellt, inwieweit denn gemessen wird. Da sagt Herr Müller, es tut mir leid, wir messen nicht, sondern wir schätzen nur. Und zwar an der Durchlaufgeschwindigkeit und der Durchlaufwerte, die eben durch die einzelnen Rohrleitungen in der Produktion geschickt werden.
Und daran wird dann hochgerechnet, wie viel möglicherweise an Verlust bekannt geworden ist und somit auch dann der Lahnhof dieser Wert mitgeteilt worden ist. Meine Frage sofort dahinterher. 19,5 Tonnen werden genannt als sogenannter Wert. Oberwert, der ausgestoßen worden ist, können natürlich auch 18,1 sein oder vielleicht 22,4 oder 21,7, wie viel auch immer, muss er mir leider zustehen. Das ist ein Wert, ich habe mir auch die Frage gestellt, inwieweit die BP überhaupt bereit ist, diesen Wert von 19,5 Tonnen auf einen Wert von 9 oder 10 Tonnen zu senken, wäre nicht machbar, wäre auch nicht möglich, wäre nicht im in der Möglichkeit, den Produktionsbetrieb so einzuschränken, dass eben auch der Messwert unter die 19,5 Tonnen geht. Maßnahmen zur Senkung der Belastung, schreibt natürlich Remmel, einige Dinge habe ich nur ein Fragezeichen dran gemacht, weil alles immer unter möglicherweise Fackelsysteme und der Überdruckabsicherung allein nur zum Schutze der Bürger gesichert werden soll. Komischerweise ist, dass seit etwa einem Dreivierteljahr von Seiten der BP nicht mehr genannt wird, dass mögliche Stromausfälle diese Notabfackelungen zur Folge haben. Ich habe Dr. Schmidt auch die Frage gestellt. Man hat auf der anderen Seite der Autobahn A52 das große Umspannwerk von E.ON. Eine unabhängige Stromversorgung drüber zu legen, um solche Notabfackelungen in Bezug auf die nicht vorhandene elektrische Stromversorgung zu gewährleisten, ist seitdem nicht mehr gegeben. Sie schreiben nicht ein Wort mehr, oder in der BATS wird zumindest nicht mehr veröffentlicht, dass aufgrund eines Stromausfalls diese Notabfackelung vonstatten gegangen ist, sondern man beruft sich jetzt auf die sogenannten Werte, die aus den Revisionen herrühren und sagt, ja, die Notabfackelungen sind eben zwangsweise erforderlich, weil dieser Überdruck in den Rohrleitungssystemen aufgrund der Produktion zurückgeführt werden müssen. Die Fackeltätigkeiten, die dort durchgeführt werden, ist für mich eigentümlich, denn meistens ist immer eine Großfackel gezündet mit einer Fackel von 25, 30, 35 Metern. Die sehen wir in Polsum, sieht Hartmut in Gelsenkirchen-Buer. Und diese Notabfackelung, die dort durchgeführt wird, hat eine Geräuschentwicklung. Ich bin einmal an der Autobahn vorbeigefahren, als diese Notabfackelung durchgeführt worden ist. Sie meinen, über diese Autobahn fahren 20 Panzer. So eine Geräuschentwicklung ist es, und das ist nicht tragbar für den gesamten Bereich der Bewohner, die letztendlich bis in die Nacht um 2 oder 3 Uhr durch diese Geräusche in Mitleidenschaft gezogen werden. Über Krebs haben wir, Krebssterblichkeit im Bereich Scholven und Umgebung, haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, wäre mit Sicherheit auch ein Grund, den aufzurufen, um letztendlich die Stadt Gelsenkirchen zu fordern, die solche Sterblichkeitsraten, gerade in Bezug auf Kinder oder auch Erwachsene, normalerweise veröffentlichen sollten oder sogar müssten. Fackelbetriebe. Ich habe Dr. Schmidt an dem 15. oder 16. November die Frage gestellt, weil er ja der Moderator war dieses Gesprächs oder auch seitens der Geschäftsführung BP, inwieweit denn festgestellt worden ist, dass die Abfackelung, die Notabfackelung gegenüber der normalen Fackeltätigkeit einen Messwert ergeben hat, wie hoch der Schadstoffausstoß ist. Und er hat mir gegenüber geäußert, Herr Möllers, machen Sie sich keine Sorgen, die Schadstoffbelastung durch die Notabfackelung ist so gering, wie die normale Abfackelung auch normalerweise den Ausstoß gewährleistet. Eigentümlicherweise schreibt Remmel unter Fackeltätigkeiten in seinem letzten Satz, im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Kohlendioxid und Wasser, was in der Notabfackelung ausgestoßen wird. Aus dem zur Optimierung der Verbrennung zugegebenen Dampf. Emissionsmessungen an den Fackelköpfen sind technisch nicht möglich. Also hat bis heute noch nicht einer eine Aussagemöglichkeit zu sagen, wir stoßen dort hochgradig Schadstoffe aus oder die sind in einem unteren Level angesiedelt, wie eben die normale Abfackelung des verbrannten Prozesses, was eben alles dann auch in die Umwelt abgesetzt werden könnte. Dann komme ich noch zu meinem letzten Punkt, Bebauungsplan Norderweiterung unter Punkt 5 und Landesentwicklungsplan ist natürlich das, was diese Belastung der Fläche, die an, ja hier schreiben sogar 75 Hektar, 60 Hektar Landschaftsschutzgebiet
in Mitleidenschaft ziehen wird, wenn der Bebauungsplan, der momentan beim RP in Münster liegt, zur Unterschrift. Aber der wird sich hüten, heute eine Unterschrift runterzusetzen, solange wie die nicht zu regulierenden Messwerte in Einklang zu bringen sind mit den 5 Mikrogramm pro Jahr. Mich wundert auch, dass Remmel auch nicht den Punkt aufgreift, den Schmidt mir um die Ohren hauen wollte, dass eben die angrenzende oder an BP vorbeiführende A52 natürlich auch eine nicht messbare, aber definitiv bekannte Größenordnung von 1 Mikrogramm an Feinstaub auch in die oder Benzol in die Luft absetzt durch die Motoren, die den Ausstoß von 1 Mikrogramm in Bezug auf die 5 Mikrogramm, die gemessen worden sind, natürlich noch mit beinhalten könnte. Habe ich ihm auch sofort gesagt, ich sage, dann müssten Sie, habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon angekündigt, wenn die A52 1 Mikrogramm an Benzolbelastung in die Luft bläst, müsste man die A2, die von Hannover kommt und in Richtung Oberhausen oder Duisburg geht, sofort vom heutigen Tag an schließen. Denn da wäre eine Messbelastung, wenn man dann ein Messprotokoll erstellen könnte, mit Sicherheit täglich bei mehr als 5 bis 6 Mikrogramm liegen könnte. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der Runde oder hier im AK diese Dinge vielleicht intensiver begleiten könnten. Ich würde zu dem, was Remmel hier mit diesem Schreiben verfasst hat an den Vorsitzenden des Ausschusses, noch mal eine Stellungnahme Hans-Jörg zur Verfügung stellen, mit meinen Argumenten, die ich jetzt auch gerade vorgetragen habe, aber schriftlich niederlegen, um diesem zu widersprechen und ihm auch zu zeigen, dass er mit dem, was er da formuliert hat, das nicht in Einklang zu bringen ist mit dem, was wir in Gelsenkirchen und Umgebung wirklich mit den Emissionen zu erleiden haben. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, danke für den ausführlichen Beitrag. Wir haben am Mittwoch diese Umweltausschusssitzung, auf der eben genau dieser Bericht der Landesregierung vorgelegt wird. Und das ist auch genau der richtige Zeitpunkt, um diese Fragen dann nochmal direkt dem Minister zu stellen. Ja. Kannst du das schaffen, das bis... Du kennst meine Schnelligkeit. Ja, oder meine Geschwindigkeit. Ja, das wäre sehr schön. Ja, gebe ich dir rüber. Gerne. Nein, nicht nur mir, sondern das ganze Bevölkerung im direkten Umfeld von BP und letztendlich. Ja, und der Bevölkerung, die im unmittelbaren Bereich von BP wohnen und diesen ja, Missständen ausgesetzt sind, ohne dass sie etwas tun können, weil die Politik insgesamt aus meiner Sicht da zu sehr zusammenhält und versucht, die Dinge unter den Tisch zu kehren. Ja, Kai. Wie viele Fragen werden das in etwa sein? Nee, keine Frage, das sind die 5 Punkte hier. Okay. Ich habe Hans-Jörg ja einen Fragenkatalog, von vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr rübergeschickt, der für mich zu dem Zeitpunkt interessant genug gewesen wäre. Ich würde eher hier auf diese 5 Punkte eingehen und das widerlegen mit dem Wissensstand, den ich habe, um ihm die Dinge an die Hand zu geben, was er hier an die Öffentlichkeit weitergegeben hat. Okay. Kriegen wir das sauber durch dann am Mittwoch? Ich denke mal ja. Man kann, wenn so ein Bericht im Ausschuss vorgestellt wird, halt nicht nur Fragen stellen, man kann den durchaus auch kommentieren. Und das ist genau das, was wir dann machen werden. Die meisten Fragen sind ja Kommentare. Ja, genau. Das hast du oft bei Fragen, die tatsächlich versteckte Kommentare sind, als Fragen, formulierte Kommentare. Und so. Das könnt ihr ja umsetzen in der Form, was ich euch an die Hand gebe. Genau. Ja, das ist ja nicht mehr und nicht weniger als das, was ich euch vorgetragen habe. Welcher Top ist das? Top 3. Das ist schön. Der Ausschuss tagt öffentlich ab 15.30 Uhr am Mittwoch, dem 7. Mai. Und zwar im Raum E1D05. Das ist, wenn man durch den Landtagshaupteingang reinkommt, muss man rechts runter bis zum Ende und dann auf der linken Seite. Raumnummer ist E1D05. Was, jetzt stelle ich die Frage an Danemot, was
brauchst du denn oder was könntest du noch gebrauchen, außer Kommentare und seelische Unterstützung und vielleicht, dass Kai auch möglicherweise dann mit zu dem Top in den Ausschuss kommt, von uns hier aus dem AK. Ich meine, ich fühle mich jetzt gut gebrieft, ja, gebe Danebot die volle Rückendeckung, aber ich frage ihn jetzt, was braucht er denn noch von uns? Also, wer auch immer Zeit hat, kann natürlich gerne mit in den Ausschuss kommen, sich mit hinter mich setzen und mich anstupsen, wenn ich irgendwas vergesse oder irgendwas übersehe. Es kann sich auch eine Art Diskussion dort dann entzünden an dem Bericht und unseren Fragen und Kommentaren. Und je mehr Leute da sind und ja, was beitragen. Inwieweit haben wir Mitspracherecht? Ihr habt gar kein Mitspracherecht. Der Einzige, der was sagen darf, ist der MDL. Aber du kannst natürlich hinter mir sitzen und mir was ins Ohr flüstern. Genau, das wäre dann die Ansage, dass wir dann frühzeitig da sind auch. Also ich glaube, der Wirtschaftsausschuss wird rechtzeitig zu Ende sein, dass ich auf jeden Fall vor 15.30 Uhr da bin. Dann, dass wir die Plätze, die da hinter uns sind, sofort uns krallen und sofort da reinstürmen und da hintereinander sitzen. Das heißt, wenn dann du zu intervenieren hast im Redetext des Ministers, sofort nach vorne kommen, vielleicht schon notiert haben und dass wir das dann übernehmen können. Vielleicht wechseln Danebot und ich uns da ab, mal gucken. Also wenn der Danebot das erstmal so durchzieht, ist okay. Und wenn du dann Interventionen hast, dann kann es manchmal sein, dass ich das schneller... Also Simone sitzt ja auch wahrscheinlich mit dabei und hat ein offenes Ohr und ist ja jetzt auch so das geeicht, dass sie da schnell reagieren kann, wenn irgendwas aufkommt. Also wir können uns, ja gerne. Ich denke, das kriegen wir dann schon hin. Ja, also ich schlage vor, dass ihr 14:45 hier seid und erst zu uns kommt und dass wir gemeinsam runtergehen. Also ich habe vorher um 15 Uhr die Obleute-Runde. Das heißt, ich bin dann in einem anderen Raum erstmal und dann machen wir die Obleute-Runde und ihr müsstet euch dann an Kai und Simone erstmal halten. Dann kommt ihr bitte um 14:45 zu mir ins Büro. Schreibt mir nochmal die Namen gleich auf und dann kündigt der Ansgar euch an, dann kommt er offiziell zu uns zum Termin und dann geben wir da um 20, 25 sowas runter und krallen uns die Plätze. Und ja, ich würde sagen, das Thema machen wir beide dann, ne? Ja. Gut, rein methodisch finde ich das nochmal sehr schön. Gibt es da noch Fragen oder Anmerkungen ansonsten zu, auch von denen, die sich dann jetzt nicht morgen treffen, übermorgen? Nö, erstmal nicht. Dann schon mal herzlichen Dank fürs Briefing. Und Sie arbeiten ja noch mit Kai Schmalenbach und Hans-Jörg Rohwedder weiter. Insofern haben wir ja schon weiteres vereinbart. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon mal nochmal zum A18. Das ist jetzt nämlich Wirtschaftsausschuss, der vorher stattfindet. Und ja, Ankündigung an Kai und Linus. Ich glaube, ich habe jetzt das los, weil ich die Zeit geblockt hatte für den Schulausschuss und ich da nicht hingehen muss. Darf ich euch beim Wirtschaftsausschuss helfen? Insofern, ich hab letzte Woche den Linus gebrieft wegen irgendwie zwei Themen. Das ist sehr schön. So. Wir müssten dann nur gucken, vielleicht kriegen wir dann noch den Nico trotzdem da rein, um dann TTIP zu machen. Ansonsten muss ich mich nämlich noch auf TTIP vorbereiten. Ich bin da überhaupt nicht vorbereitet. Du kannst dann auf jeden Fall wunderbar Tagesordnungspunkt 11 und 12 übernehmen. Nachhaltiges Wachstum der Logistikwirtschaft und moderne Wasserwege, System Wasserstraße, Rhabarber. Das ist ja eh dein... Achso, das sind die Binnenschifffahrtsanträge. Genau, das sind die Binnenschifffahrtsanträge. Sind die hintereinander im Block? Die sind okay. Am Block 11 und 12 und danach ist direkt 13 TTIP. Ansonsten werden wir da viele Verfahrensfragen haben in dem Ausschuss am Mittwochmorgen. Wir werden den fairen Wettbewerb schaffen, klare energiewirtschaftliche Regelungen bei der Vergabe von Konzessionen für Strom- und Gasnetze haben. Das ist der, wo ich im Plenum ja den Entschließungsantrag dazugeschoben habe, der quasi wortgleich war. Da werden wir dann den Entschließungsantrag mal zurückziehen endlich, weil das ja eh nur dazu da war, um die zu trollen. Aber wir werden unseren Antrag haben, Vermeidung von Greenwashing. Was ist denn noch spannend? Dann Verfahrensfragen. Worauf ich noch so ein bisschen hoffe, ist, dass es bei Tagesordnungspunkt 6, wie geht es weiter mit dem Braunkohletagebau,
nach Ankündigung der CDU, dass da noch nicht alle Fragen geklärt sind, eben keine Verfahrensfrage läuft, sondern auch eine Diskussion. Verfahrensfrage, Gesetz, Rhabarber. Dann Whistleblowing, den sollen wir verschieben, ne? Hofffrank, ja. Hofffrank, okay. TTIP, Jungen für die Zukunft, fit machen, Opel steht wieder drauf. Ach ja, und dann gibt es noch was, ein spannendes Thema, als quasi letzter Tagesordnungspunkt, Rohölaustritte in Gronau-Epe und ihre Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Da gab es in Gronau gibt es eine Ölkaverne. Da war kürzlich ein Vorfall, da haben die einen Druckverlust gehabt von, ich zahle ein bisschen immer vorsichtig, auf jeden Fall einen Druckverlust gehabt von mehreren Bar. Diese mehreren Bar waren aber im Verhältnis zum Gesamtdruck eher marginal, irgendwie im 1-2%-Bereich. Die haben das ganze Ding untersucht, laut Bericht der Landesregierung im letzten Ausschuss für Bergbau, im Bergbauausschuss, und haben da keine ungewöhnlichen Dinge festgestellt. Und lustigerweise, nachdem das Ding dann wohl jetzt wieder in Betrieb genommen wurde, haben sie jetzt auf einmal in der Nähe Erdölaustritte aus dem Boden. Massiv. Und steht das eigentlich gar nicht auf dem A17 auf der Agenda? Steht auch auf der Agenda, okay. Ja, und das werden wir dann im Wirtschaftsausschuss lustigerweise besprechen. Im Bergbauausschuss habe ich den Top selber beantragt, einen Bericht der Landesregierung. Und ich bin mal gespannt, was jetzt so am Mittwoch dazu zutage gefördert wird, zumal das im Bergbauausschuss selber ja eher so, ja, alles easy, alles kein Problem. Und die gehen auch immer noch davon aus, dass die Kaverne damit nichts zu tun hat. Ich bin da mal gespannt. Ja. Ja, genau. Unterirdisches Lager, was als Vorhaltung für irgendwelche Mikroeinschaltungen gedacht, das wäre so. Ein unterirdisches Lager, was als Sicherung für eventuelle Ausfälle von Erdöllieferungen eingesetzt oder eingerichtet worden ist. Staatliche Erdölreserven. Ja, es zeigt sich wahrscheinlich, das wird genauso sicher sein wie die Asse und ähnliche Kavernen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, absolut nicht vorstellen, dass da Erdöl von unten nach oben strömt. Das würde ja eher runterströmen im Zweifelsfalle. Das muss irgendwie ein bisher unerkanntes Erdölvorkommen dort sein, das jetzt plötzlich an die Oberfläche tritt. Wahrscheinlich werden wir alle steinreich. By the way, der BUND hat heute gefordert, Gorleben rauszunehmen aus dem Lagergesetz, Endlagergesetz. Okay, ja, ich hoffe, ich schaffe es nochmal zumindest bei Linus vorbei. Irgendwann, ich habe dummerweise morgen eine Podiumsdiskussion, da werde ich schon in der Fraktionssitzung nur so als Info rausrennen und muss nach Bochum zu irgendwas, wovon ich auch nicht so viel Ahnung habe. Ich sage das auch hier öffentlich im Stream. Es geht um Inklusion in Hochschulen. Aber da sind wichtige Leute vertreten, also schicken wir da auch ein MDL hin. Das heißt aber, ich bin am Dienstag nicht mehr hier. Wenn das also irgendwas an Info gibt. Ja, Entschuldigung, aber 11 und 12 laufen noch eben im Verkehrsausschuss auch, oder? Was? Die beiden Dinger hier laufen noch im Verkehrsausschuss sowieso auch. Binnenschifffahrt meinst du? Ja. Ja, klar, also Binnenschifffahrt ist kein Problem. Sonst musst du nichts. Nur so, falls noch irgendwas anderes wäre. 4 ist der LEP. Ach so. Na, der FDP-Antrag und der CDU-Antrag natürlich auch. Genau, da habe ich Herrn Linus empfohlen, nochmal meine Rede zu lesen, dann werde ich sie selber. Dann wirst du sie selber vielleicht nochmal studieren, genau. Ja, also okay, gut. LEP also ist 4, gut. Das sind keine Themen, wo du dich einarbeiten musst. Okay. Das würde ich sonst. Wenn ich weiß, dass ich die beiden Themen habe, dann nehme ich die so mit und fertig. Gut. Dann gibt es noch Fragen zum A18. Oder auch 18.2. Eins. Gut. Sonst beim A02, Bauen, Verkehr, Stadtentwicklung, ist jetzt nicht so spannend derzeit, weil wir nämlich die nächste Sitzung erst am 22. Mai haben. Das heißt, die Tagesordnung ist da noch nicht fest. Wir werden noch zwei Anhörungen haben zu unseren eigenen Anträgen. Einmal Finanzierung ÖPNV.
eine für uns sehr wichtige Anhörung am 3. Juni und Sozialticket wird dann auch noch hoffentlich vor der Sommerpause in der Anhörung gehen, sodass wir dann die beiden Anhörungen noch haben vor der Sommerpause für unsere Anträge. Ich überlege gerade, was wir sonst haben wir, glaube ich, jetzt nichts besonders Kritisches oder irgendwas besonders Wichtiges in dem Ausschuss gerade stehen, was ich schon weiß, was am nächsten Mal auf der Tagesordnung ist. Klar wird die CDU ganz viele Anträge stellen zu den Baustellen und den Sperrungen der Autobahnen und alles Mögliche. Und 22. Mai erst wieder, also das ist noch ein bisschen hin. Aber das wurde alles noch nicht gemacht. Wir haben ja die Vereinbarung, dass wir das 10 Tage vorher machen und davor passiert auch nicht viel. Gut, insofern bin ich schon durch mit dem A02 diesmal. Gibt es ansonsten noch Fragen oder Anmerkungen? Nö. Gut. Haben wir sonst noch was? Dannebott. Unterausschuss Klimaschutzplan hat heute getagt, war eine relativ kurze Sitzung und noch nichts wirklich Interessantes. Es gab einen Sachstandsbericht der Landesregierung zu ausgewählten rahmensetzenden Maßnahmen, Vorschlägen und der entsprechenden strategischen Umweltprüfung. Es geht um die Frage auch bei einer strategischen Umweltprüfung, bestimmte Maßnahmen zum Klimaschutz getroffen werden und eine strategische Umweltprüfung vorgeschrieben ist. Gibt es ja auch eine Verbändebeteiligung, öffentliche Anhörungen und so weiter und so fort. Und auch dazu ist einfach im Moment noch keine wirklich abschließende Beurteilung möglich, zu welchen Maßnahmen und aus welchen Arbeitsgruppen die strategische Umweltprüfung dann wirklich vorgeschrieben sein wird. Die prüfen das halt noch und die Sachen sind alle noch im Flusse. Und es gibt also noch keinen fertigen Sachstand einfach. Und der Quartalsbericht, aktueller Stand, Dialog und Beteiligungsverfahren war jetzt auch nicht so besonders ergiebig, nichts wirklich Neues. Das wäre es. Gut, ich habe noch eine Sache, die ist noch von irgendwann mal, nämlich, dass wir uns Gedanken über Abendveranstaltungen zu bestimmten Themen machen wollten. Ich poste jetzt mal einen Doodle-Link da unten rein. Ich habe es leider selber durch die Veranstaltung der Klausurtagung und so weiter nicht weiter behandelt. Seit dem letzten Mal. Ich kündige an, es wieder zu behandeln und rufe auch jeden auf, da nochmal reinzugehen. Ja, mehr habe ich dazu jetzt aber gerade auch nicht. Ich weiß nur, wir wollten diese Veranstaltung machen und werden das auch tun. Gut. Haben wir sonst noch was Schönes? Ne? Dann haben wir halt Mittagessen. Ich bedanke mich auch an euch fürs Zuhören und so. Hier sein und briefen.